Ihr Einsatzpersonal ist noch nicht optimal ausgerüstet und trainiert. Schicken Sie Ihre Sanitäter auf Fortbildung. Danach können Sie leicht und mittelschwer verletzte Personen im Einsatzgebiet stabilisieren. Und besorgen Sie verbesserte Schutzkleidung für den Ingenieur, damit der in der Nähe von Bränden besser zurechtkommt. Ich weiß nicht, was Brandausbruch durch ein defektes elektrisches Gerät. Kümmern Sie sich um die Brände. Fahrzeug steht zur Verfügung. Naja. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Emergency 4. Die letzte in dieser Aufnahmesession, die ich aufnehmen werde. Ich glaube, es kam dann der Schutz für den Top-Informant, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist eine Karte, die, naja, die muss ich jetzt im Moment nicht ausgelöst spielen. Durch einen technischen Defekt. Löschen Sie den Brand, transportieren Sie das Fahrzeugwrack ab und wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Aber natürlich doch, Mr. Ansager. So, raus. Oh, da brennt gleich lichterloh. Auf dem Weg. Kein Problem, ja? Ja, du kannst auch einen Schlauch holen. Achtung, es wurde ein Gewaltverbrechen gemeldet. Verhaften Sie den Täter und transportieren Sie ihn ab. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Ein Gewaltverbrechen. Junge, diese Stadt. Ach so, und einen Krankenwagen für das Opfer soll man natürlich auch schicken. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug 4 hört. Bin unterwegs. Ampelausfall durch technischen Defekt. Reparieren Sie die Ampel schnell, bevor es zu Unfällen kommt. Ampelausfall hatten wir auch noch nicht. So, rein mit dir und ab nach Hause. Ihr tut schon mal. So, wir stellen uns mal mitten auf die Fahrbahn, damit jeder sieht, dass hier irgendwas kaputt ist. Dich transportieren wir ab. Tollwut-Alarm. Schalten Sie das infizierte Tier aus. Verhindern Sie eine Ausbreitung der Tollwut. Und behandeln Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Das werden wir nicht schaffen. So, ab mit euch da rein. Die Schusswunde kann man dann noch. Es wurde ein Brandausbruch gemeldet. Besser Ursache im Krankenhaus unbekannt. Behandeln. Löschen Sie die Brände. Achso, scheiße, wir haben ja ein Einsatzgebiet. Fahrzeugbrand, ausgelöst durch einen technischen Defekt. Löschen Sie den Brand, transportieren Sie das Fahrzeugwrack ab und wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Fahrzeug 2 hört. Fahrzeug 10 hört. Alles klar.
Hilfe, es passiert gerade sehr viel gleichzeitig. Achtung, Verkehrsunfall. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Auch die Fahrzeugwracks. Da ist ein Fahrzeug im Wasser. Jawohl. Läutet hier auch hier nochmal eins. Hier, den brauchen wir auch. Wir brauchen einen Bergeschlepper und ihr beide müsst mal abbauen. So, runter mit euch und einsteigen. Die Frage ist, wie kriegen wir den da unten hin? Tollwutalarm. Schalten Sie das infizierte Tier aus. Die Tollwut geht mal langsam ein bisschen auf die Nerven. Und behandeln Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Wir haben hier einen Notfall. Sie übernehmen den Einsatz. Schauen Sie auf die Landkarte und klicken Sie dort auf das markierte Einsatzgebiet, um den Einsatz zu starten. Na gut, nach 6 Minuten Folge kann ich euch nicht allein lassen. Und es scheint zuerst die Explosion in der Feuerwerksfabrik passiert zu sein. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Schlecht. Fabrik mit hohem Personen- und Sachschaden. Zahlreiche Personen sind verletzt und es sind Brände in den umliegenden Wohngebieten ausgebrochen. Bergen und versorgen Sie sämtliche Opfer und transportieren Sie sie ab. Verhindern Sie eine unkontrollierte Ausweitung der Brände. Nehmen Sie den verantwortlichen Betreiber der Fabrik fest und transportieren Sie ihn ab. So, während hier die Feuerwerkskörper noch knallen, muss ich echt mal überlegen. Diese Mission, ich kann mich an sie nicht erinnern. Und das könnte ein wenig problematisch werden. Wir müssen die Brände kontrollieren. Das bedeutet, wir werden bestimmte Gebäude abbrennen lassen. Und alles andere werden wir halt versuchen, dass es nicht mehr brennt. Wir haben 31.000 zur Verfügung, das heißt, ich werde ein, zwei Löschpanzer kaufen. Die werden wir dann ins Innere schicken. Dann und das umliegende Zeugs werden wir wohl oder übel mit den Großraumtanklöschfahrzeugen arbeiten müssen. Alles klar, da die ja so langsam sind, senden wir mal zwei Stück ziemlich direkt in die Mitte. Die werden flott brennen. Dementsprechend hier gleich zwei Großraumtanklöschfahrzeuge hin. Oh. Hier brauchen wir eine Drehleiter. Jawohl. Ein paar Löschfahrzeuge sind auch nicht schlecht. Und wir haben auch sehr viele Verletzte. Fahrzeug eingetroffen. Das war ein Rüstwagen, oder? Fuck! Ah, hier steht er schon. Raus mit euch und ihr nehmt alle einen Schlauch.
und schließ den schon mal an. Alles klar. Das Gebäude steht ein bisschen gefährlich. Mit der Brandkontrolle könnte noch interessant werden. Was sieht mir das aber, den Funkenflug? Hier kühlt mir bitte dieses Gebäude. Hier kühlt mir bitte dieses Gebäude. Du schließt dort an. Wieso hast du keinen Schlauch? Wo dahin? Ist das eigentlich ein Gebäude? Nein, das sind zwei Gebäude. Ich habe noch ein zweites Tank. Was auch immer der hier macht. Ihr habt auch nichts zu tun. Ah, das lässt sich aber ganz schnell ändern. Oh je. Hier ist eine fucking Menge passiert. Da sieht sehr einsturzgefährdet aus. Das hat gerade hier auch mal gekracht. Aus dem Bergefahrzeug schicke ich mal hierher. Sehr viel Geld habe ich nicht mehr. Könnte ein bisschen problematisch werden. Fahrzeug 6 hört. So, da ist ein Verletzter. Lieber brennt mir das ab, das ist mir scheißegal. Oh, das sind gleich zwei. Na gut, dann können wir hier gleich noch ein zweites Fahrzeug hinsetzen. Ich traue mich nicht, da hinzufahren, weil ich weiß, dass das einsturzgefährdet ist. Aber das Problem ist, dass eben hier überall noch Feuer ist. Du sollst das hier löschen. Ich bin ein wenig überrascht, dass wir den Funkenflug, dass wir das trotz Funkenflug so ein bisschen eingedämmt haben. Nein, nicht. So, du darfst aber wieder da hoch und den zweiten holen. Die Bank kennen wir, glaube ich, schon. Wo ist denn der hier? Der hier. Der kann jetzt ja mal wohl da hochfahren. Da müssen wir ein paar Leute evakuieren. So.
Das hier kostet allein schon 6000, also. So. Dahin. So. Ne, du löscht mir jetzt lieber das Gebäude. Wie fahren die denn bitte schon eigentlich dahin? So. Wir haben uns ziemlich mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Wieso holt er den eigentlich nicht? Alles klar, naja. Dahin ein. Warum verliert der Leben? Hier brennt doch nirgends mehr was. Naja. Da rein. Das können wir auch alle Verletzten hierher bringen. Raus da. Erstmal da ablegen. Sehr viel Zeit haben wir ja da anscheinend nicht mehr. Person schnappen. Raus. Oh je. Das ist ein bisschen komplizierter, wie es wahrscheinlich aussieht. Du bleibst hier. So, die Frau noch rausholen. Schon unterwegs. Nein! Wo holst du die Frau raus, habe ich gesagt. Ich weiß nicht, wie der läuft, aber... Die Brände sind außer Kontrolle geraten. What? Haben auf die Innenstadt übergegriffen. Schützen Sie besonders gefährdete Gebäude und Objekte. Setzen Sie dabei auch Ihre Löschfahrzeuge ein. Die Löschkanone eines Tanklöschfahrzeugs hat eine größere Löschwirkung als ein Löschschlauch an einem Hydranten. Außerdem haben sich die Brände, ausgehend vom Ursprung der Explosion, in alle Richtungen gleichzeitig ausgebreitet. Sie sollten in einem solchen Fall darauf achten, Ihre Löschkräfte im gesamten Einsatzgebiet in ausreichender Anzahl zu postieren. Bekämpfen Sie größere Brände nicht punktuell, sondern konzentrieren Sie sich auf die Eindämmung der Brandausbreitung. Ach, da ist es weitergegangen. Und das war dann wohl zu viel. Aber hier haben wir doch alles... Oh, ei. Eine schwere Mission, meine Damen und Herren. Und ja, das war die Folge. Die ist nicht ganz so erfolgreich abgeschlossen worden, wie ich es gehofft hätte. Ich versuche das Ganze aber nochmal erneut. Also, bis zur nächsten Woche. Tschüss.